Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uncharted 4. So, wir sind hier wieder in einer Erinnerung von Nate. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was wir suchen. Wir suchen die Notizbücher von der Mami von Nathan und Sam. Mal gucken, ob wir die wirklich finden. Ich bin gespannt. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Okay, es ist doch nicht von Mom. Alles klar. Ach Mensch, ja, es ist so aufregend. Die Jungs brechen hier ein, um nach den Tagebüchern ihrer Mutter zu suchen. Ich gucke aber erstmal noch hier hinten, bevor ich da durch die Tür gehe. Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Nein. Nein, nein, nein. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Finden es heraus. Verdammt, ich kann nicht zurück, oder? Kann ich noch zurück? Oh, Gott sei Dank, weil hier hinten war ja die Tür und da wollte ich ja dann auch gucken. Es ist mal wieder typisch. Ich dachte, hier geht's weiter und bin deswegen extra noch mal hinten gucken gegangen. Hupala, da hat schon wieder geleckt. Aber natürlich geht's hier nicht weiter. Okay. Also hier hat einer eine unglaubliche Sammelleidenschaft. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Oder Manu. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unseren Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Oh Mann. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Weiß nicht. An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte. Warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Jep, immer schön arschig. Oh Mann. Tja, es war halt so ein richtiger Entdecker anscheinend, der Vater von Nathan. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Er weiß aber schon eine Menge, wa? Boah, wo geht's denn lang? Also, können wir hochgehen? Ah, hier liegt was. Erstmal einen Schatz geklaut. Ein Flugzeug.
Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen dir Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Oh, hier haben wir eine eiserne Jungfrau. Gibt es auch einen Dinosauriertrakt? Gut möglich. Kanopen. Cool. Oh, Kanopen. Ich glaube, das sind die Dinger, da kommen die Organe oder so rein und die kommen dann mit ins Grab. Ich glaube, so war das. Irgendwie so war das. So, hier oben kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Dementsprechend müssen wir anscheinend hinuntergehen. Ich hoffe, es ist niemand da. Aber irgendeiner wird uns bestimmt gleich begrüßen. Und dann gibt es mächtig Ärger. Hier ist noch eins. Nein. Okay, das ist es auch nicht. Das ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon. Oh ja. Total, Sam, total. Gott, das ist so, das soll ein. Also hier soll noch jemand leben? Das sieht so. Ja, ich würde schon fast sagen, zugemüllt aus, aber. Es ist unglaublich vollgestellt hier alles. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Oh Mann, jetzt sind wir schon in der Küche anscheinend angekommen. Oh, das gibt Ärger, wenn man uns erwischt. Das gibt so mega Ärger. Mann. Was gebe ich für so eine Einladung? Feiern Sie mit uns in der Adventures Lodge unsere jährliche Weihnachtsgala. Ach, wie schön. Die jährliche Weihnachtsgala, so, so. Oh, was haben wir hier? Hey, sieh mal. Okay, wir lassen den aber jetzt nicht auf, ne? Was ist da drin? Sehr gut. Ja, yeah, am Globus spielen. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viele erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Ja, man sollte auch immer das Negative sehen, ne? Nicht nur das Positive. Ja, ja, Stämme mit Giftpfeilen hat schon was. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Der ist nie. Sag mal, wie lange will er denn den Hut noch auflassen? Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann,
Die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Woher weiß er das bloß? Sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Aha. Ja, komm. Lassen wir den auch mal auf. Der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Ich weiß nicht. Wäre bestimmt ganz cool. Oh, was haben wir denn hier? Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Alles klar. So, was genau? Ach ja, Notizbücher suchen wir. Stimmt ja. Eine Turnierrüstung. Französisch. Und Nathan weiß natürlich alles. Der weiß ganz genau, was das ist. Das hier ist der Eingang, nehme ich mal an. Okay. Ich versuche es mal. Aber ich kann nicht versprechen, ob ich das schaffe. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. So ganz allein. Okay. Eine Zeitschrift. Eine Abenteuerzeitschrift. Was haben wir denn hier noch alles? Wir machen erstmal Musik an. Oh Mann. Cool. Etwas Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist? Erlauben Sie dem Sarkophag? Sie haben wohl abgelehnt. Sich zu den... Ach Mensch. Ich will mich von dem Zeug auch nicht trennen. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. Okay. Da wollte jemand die Antiquitäten kaufen. Die hat das anscheinend, oder der, die das, hat das anscheinend alles selbst gefunden. War halt immer zuerst da. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Okay, ich habe hier aber noch eins. Das Verdammt. Ist es nicht. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Ja, das Haus ist etwas zu groß. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Meine liebste E, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Earhart. Sehr schön. Okay, ich glaube, hier gibt es dann wirklich nichts mehr. Hier hatte ich schon geguckt, oder? Ja, aber hier noch nicht. Sieh dir das mal an. Kompass. Taucherhelm. Nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Ja. Verrückt.
Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds, Abschlussfeier. Der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst, aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Alles klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich weiß auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wer hier wirklich wohnt. Ich glaube, diese Evelyn, die wohnt hier. Und die hatte, so würde ich es jetzt mal interpretieren, hey, eine Familie. Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Okay. Also ich würde mal schätzen, Evelyn hatte hier eine Familie, einen Mann und einen Sohn. Und weil sie aber so besessen davon war, auf Abenteuer zu gehen und Schätze zu finden, haben sie sich vielleicht irgendwann getrennt oder so. Kann das sein? Ey, das Haus ist mega groß. Er wollte, dass wir schon nach oben gehen, aber waren wir hier schon? Ach ja, hier habe ich den Helm geklaut. Alles klar. Gut. Hier war ich schon. Dann können wir nach oben gehen. Ich habe schon komplett vergessen, wo ich hergekommen bin. So, da könnten wir reingehen. Aber wir gucken mal eben noch hier. Können wir hier auch rein? Da könnten wir auch rein. Okay, dann gehen wir hier rein. Verschlossen. Arms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Tja, wie sollen wir da reinkommen, wenn verschlossen ist? Ich wüsste nicht, wie. Sam hat bestimmt eine Idee. Ich folge mal Sam. Hast du eine Idee? Nö. Ja komm, ich habe gerade alles abgesucht. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Er hat doch eine Idee. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir, du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Du musst mich nur hochheben oder so, ne? Oder nicht? Da komme ich von hier irgendwo. Okay, wir müssen einen Weg zur Lüftung finden. Sam findet das bestimmt gleich. Ey, geh doch mal weg, Sam. Boah, hier ist alles zugestellt. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln.
Verlier's nicht. Das ist doch süß. Oh Gott. Nein, wie cool. Das ist so cool. Das ist echt cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Ich kann es immer noch schütteln anscheinend. Wie lange kann ich es denn noch schütteln? Es ist doch schon fertig. Es ist auf jeden Fall cool. Hier oben. Ach so, ich soll jetzt klettern. Ja, ja, da steht was rum. Hätte ich gesagt, ach so. Einfach hier so hoch, ne? Ich mach's mir immer unnötig kompliziert, merke ich gerade. Meine Güte, ey, wie viel Gerümpel hier so rumsteht. Mach bloß nichts von dem Gerümpel kaputt. Nein. Oh nein! Es lebt noch. Alles noch gut. Es ist nicht kaputt gegangen. So, sehr schön. Aber da hängt etwas. Das könnte eine Alarmanlage sein oder ein Rauchmelder. Ich glaube, das ist ein Rauchmelder. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut, ne? Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.